In der Wiener Urania fand erstmals das Queer Legends Festival statt, mit Modeschau und Premiere eines Films über den homosexuellen Modeschöpfer Fred Adelmüller. Er hat es unglaublich offen gelebt, wenn man bedenkt, dass es noch verboten war. Ich glaube, das hätte er sehr, sehr gerne gehabt. Er wäre da auch heute hergekommen. Ja, absolut, das glaube ich schon. Die Geschichte ist ja offiziell, dass er wegen zwei Balletttänzern nach Wien kam. Das haben auch damals schon sehr viele Menschen richtig verstanden, dass das schwul bis dort hinein ist. Ne? Den ersten Queer Legends Award bekam Alfons Haider. Ich nehme ihn gerne, vor allem nehme ich ihn für all die, die in den letzten 45 Jahren so viel gemacht haben für die queere Family. Ich habe so viel gekämpft, ich habe mir selber so viel wehgetan, ich bin so verspottet worden. Und heute erlebe ich halt auch in der Woche noch schwule Sau oder Schwuchtel. In Wahrheit ist es ja so, dass die Galionsfiguren sind, das ja weitergeben an die nächsten Galionsfiguren. Und dafür bin ich sehr dankbar und deshalb werde ich diesen Kampf weiterführen, solange bis wir eine komplette Gleichstellung erreicht haben. Und das gilt nicht nur für Personen in der LGBTIQA+-Community, sondern zum Beispiel auch für Frauen.